Hallo und herzlich willkommen beim Tasting Nerd. So, wir nähern uns langsam dem Finale des kleinen Oster-Specials. Und bevor wir ins Finale einbiegen, habe ich hier nochmal auf der Zielgeraden den Glenfarclas 25 Jahre. Das ist, bevor der Glenfarclas preislich so einen Monstersprung auf die 30 Jahre macht, noch ein vergleichsweise günstiger Single Malt. Und die 25 Jahre sind auch wirklich eine Referenz. Also ich habe mal in einem Riesentasting mit meinem Bruder zusammen quasi die ganze Glenfarclas-Reihe, jetzt ohne die Family Casks, also die normale Reihe, durchprobiert, inklusive 40. Das waren noch gute Zeiten. Und muss sagen, dass der Sprung vom 21-Jährigen auf den 25-Jährigen nochmal wirklich spürbar ist. Und der Preissprung dahingegen nicht so groß. Den 25-Jährigen kriegt man noch hier und da für 110, 115 Euro. Wenn ihr Glück habt im Angebot, vielleicht sogar mal unter 100. Das ist dann ein echtes Stäbchen, da sollte man zuschlagen. Ja, ansonsten, der hat 43 Volumenprozente, hat auch noch die Originalfarbe, also wird nicht nachgefärbt. Ist aber dafür wahrscheinlich auch kühl gefiltert, denn es steht nicht drauf, dass es nicht ist. Ja, wie ihr seht, ich habe also nicht die große Flasche geöffnet, aber ich habe mir noch eine Miniatur besorgt und die wartet aber auch schon hier im Glas. Da darf er sich schon mal ein wenig ausbreiten und es sich gemütlich machen. Was gibt es über Glenfarclas noch zu sagen? Also das ist eine der Traditionsdestillerien in der Speyside. Noch unabhängig, also gehört nicht irgendeinem Verband an wie Diageo zum Beispiel. Ich habe mal Mr. Grant persönlich getroffen, als ich wieder mal in Schottland war. Ist ein echt netter Kerl und der hat da Dönekes erzählt mit den General Managern von Glenlivet und Glenfiddich. War eine tolle Veranstaltung, hat wirklich Spaß gemacht. Ja, ich habe die Destillerie also auch schon mehrmals besucht. Es ist auch eine sehr schöne Destillerie. Die sind natürlich touristisch eingestellt, aber es lohnt sich auf jeden Fall, da mal hinzufahren. So, genug der Vorrede. Wollen wir mal schauen, was der Whisky in der Nase so tut. Also ganz klar erstmal ein Glenfarclas. Die haben so ein ganz eigenen Geruch auch nochmal. Sehr, sehr angenehm. Honig, nicht so eine Zuckersüße, wirklich eine schöne, satte Honigsüße. Ich habe da so ein bisschen Kaffee auch mit dabei. Und wenn in den Tasting Notes steht da, glaube ich, auch noch mal was von den Sherry-Noten. Die sind im Moment bei mir hier im Glas noch relativ verhalten. Also Honig und Kaffee, aber sehr vielversprechend. Oh. Ja, der Hammer. Also es bleibt beim Honig. Das geht aber in so eine Eichenwürze über. Der Sherry ist da. Ah, oh, es ist super ausgewogen, ausgeglichen, aber es entfaltet sich immer mehr. Also es ist eine Geschmacksexplosion. Vielleicht ist er auch noch ein bisschen kühl hier bei mir, dass er deshalb im Geruch noch nicht so viel hergegeben hat, aber vom Geschmack her. Ja, jetzt hat man natürlich, nachdem man getrunken hat, auch nochmal den Sherry mehr in der Nase. Ja, super. Also der ist voll, der ist mundfüllend. Kein Rauch,
auch wenn es, glaube ich, manchmal heißt, könnte einen Hauch von Rauch am Ende haben, habe ich nicht. Aber eine volle Eiche, nicht bitter, immer noch süß, immer noch Honig. Der Sherry ist auch nicht so, dass er einen erschlägt, dass man, ja, könnte ich ja jetzt auch einen Whisky und einen Sherry zusammengießen. Ganz toll, harmonisch, ausbalanciert. Also ein super Ding, macht wirklich Spaß und ich habe ja schon gesagt, Preis-Leistungs-Verhältnis ist grandios. Davon sollte man sich wirklich eine Flasche ins Regal stellen, aber eigentlich sollte die nicht im Regal stehen, also davon sollte man immer eine Flasche offen haben. Gut, ja, sonst bleibt mir, immer noch langanhaltend, sonst bleibt mir eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ihr könnt mich gerne liken, disliken, abonnieren, kommentieren auf Instagram und auch auf YouTube. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Tasting Nerd Video. Bis dann!